Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Merge Tactic Kingdom Defense. Weiter geht's. So sieht es ja ein bisschen schön aus. Gut, wir haben 4 Tage rum, das Event geht noch 20 Tage bei euch, nicht mehr ganz so lange, denke ich. Ich habe es auf jeden Fall komplett schon mal durchgespielt. Kann man ein bisschen uns die Kisten mitnehmen, die wir hier drin haben. Ich würde mir immer noch einen Alles-Claimen-Button wünschen in diesem Event. So, 826 Gold. Leider keine neuen. Keine neuen Blöcke. Okay, ich habe jetzt nämlich auch meine Vorliebe für diesen. Oh Gott. Meine Vorliebe für den Blitzzauberer entdeckt. Ich habe ihn jetzt in beiden Teams mit drin. Vorher hat hier noch den Giftzauberer drin bei ihm. Und würde ihn tatsächlich gerne verbessern auf 7. Aber 54 Gold. Und einmal 1000 Gold, damit er Level 7 hat. Sägt ihr eigentlich seinen Blitzschlag um 2 Runden, was schon sehr gut ist, wie ich finde. Und jetzt haben wir keine Punkte mehr. Fügt sie in deren Umgebung dieselbe Menge Schaden zu. Sehr cool. Okay, mehr haben wir ja nicht. Wir können ein paar Kisten öffnen, ne? Die eine Kiste wird gerade noch geöffnet. Dann lass uns erstmal ein paar neue Kisten hier mitnehmen, schauen, was wir so Schönes drin haben. Ah, das Gold ist wahrscheinlich das Zahn. Da oben, ein paar Frostritter, okay. Und dann haben wir hier noch eine dickere Truhe. Eine polierte Beutruhe mit 662 Gold. Aber mit keinem neuen Block. Gut, ich habe das auf 16 aufgerüstet. Ja, von 15 auf 16, ich glaube, es hat irgendwie nochmal 27.000 Gold oder so gekostet. Sehr teuer auf jeden Fall. Ja, der Rest, der bleibt erstmal auf niedriger, denke ich. Auch wenn es sicherlich besser wäre, mal das alles ein bisschen zu verbessern gerade. Aber wir werden jetzt sicherlich Belabungsmeister auf 10 abschließen. Das heißt, wir werden erstmal das Geld für die Burg brauchen. So, Arrestio Königreich Stufe 10 haben wir auch erreicht, der habe ich ganz vergessen. Wir haben durch das Upgrade natürlich ein Level abbekommen, das heißt von 80 auf 90% Block EP. Das heißt, die haben jetzt mehr Lebenspunkte. Ich habe eine Kiste bekommen, wo jetzt aber nichts Besonderes drin war. 760 Mal Herausforderung gespielt, 805 Mal und weiter geht's. Gut, was haben wir hier sonst noch so? Einmal kostenlos eine Beutetruhe mitnehmen. Sehr gerne. Der Rest eher Müll. Hier war leider auch wieder nichts Interessantes für heute. Und da würde ich sagen, wollen wir den weiter aufrüsten? Nee, weil ich bin geizig, was das Geld gerade angeht, muss ich gestehen. Ich weiß auch gar nicht, was das Maximum von diesen Dingern ist. Wäre schon ganz cool, das irgendwie mal auf Maximum zu bringen, bevor ich dann irgendwie die Helden verbessere. Aber erstmal machen wir weiter. Machen wir bei Belagerungsmeister 8 weiter. 800 mehr selber besitzen. Und wir haben wieder einen dickeren Kanonier. Das ist kein gewöhnlicher Kanonier. Das ist richtig fett aufgerüstet. Auweia. Na, mal gucken. 15 Wellen, habe ich das gerade richtig gesehen? Nicht 15, sondern 18. Okay, mein Pulver. Das Ding können die nicht killen. Die greifen natürlich trotzdem an. Was auch sonst. So, versuchen wir den zum Überleben zu bringen. Level 10. Senkt sich für spezielle Angucken. Ja. Ich kann nicht mehr reden. So, auf um 2. Ist das jetzt schon reduziert? Nee, ne? Also alle 3 Angriffe. Einmal so groß, Alter. Gut. Wir machen gut Schaden, ist schon mal nicht verkehrt. Problem ist, dass sie mich einfach, ja. Wahnsinn. Das ist ja absolut widerlich. Mag ich nicht. So, den Rest lassen wir. Na gut, dann werden wir uns mal in 18 Wellen wiedersehen, sofern wir gewinnen werden. Ich weiß es nicht. Wenn wir natürlich nur mal einen Nahkämpfer setzen, dann sicherlich schon. Alter, der Schaden, Mann. Das kostet mich viel zu viel, die aufzubauen, ne? Gerade. Meine. Ist das lächerlich, ey. Das ist so lächerlich. Boah, ist das widerlich. Ja, ist wichtig. Ja, ist das widerlich.
Gut, bis gleich. Ist gegen Ende tatsächlich gar nicht mehr so schwer gewesen. Sobald man so ein bisschen überlebt hat, ging es ganz gut. Ich muss auch sagen, die Blitzerbaren machen extrem gute Arbeit, was das angeht. Ja, sehr, sehr gut. 18 werden immer noch ein bisschen zu wenig, finde ich. Bisschen länger. Ich hätte jetzt schon mit 30 werden ruhig spielen können. Wäre schon cool gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Dinger hier. Okay. Abschnitte sind langsam knapp gewesen. 300 hat man nur noch offen gehabt. Ist knapp geworden, Mann. So, was gibt's? 200 nochmal und Händlerbeute haben wir natürlich bekommen. 6 Edelsteine. Wahnsinnig viel Gold. Wow. Wow. Super viel Gold. Aber langsam kommen wir auch glücklicherweise zum Ende der Belagerung. Ja, finde ich gut. Nur Nahkampfblöcke am Arsch. Wobei, würden wir tatsächlich sogar schaffen, oder? Problem ist natürlich, dass sie jetzt straight die hier angreifen. Wobei die Pulverfasstürme echt nicht so das Problem sind, glaube ich. Da ich nur Nahkampfblöcke nutzen darf, let's go. Was soll der Geiz? Ballern wir uns durch, würde ich sagen. Leider natürlich schade, dass wir nicht genügend Geld kriegen werden, weil wir keine Bergarbeiter nutzen können. Aber so ist das Leben, Mann. So. 17 Wellen später haben wir uns wahnsinnig weit vorgeschwitzt. Der ist ja wahnsinnig ekelhaft, diese Runden. Ohne Bergarbeit, das ist einfach nur disgusting und die machen so viel Damage, ne? Guck ich den Schaden an, Mann. 1800. Muss hier echt mit jeder einzelnen Ressource haushalten, weil wirklich viel. Für Units kann ich nicht craften, ne? Das ist schon wenig, was wir hier haben. Was haben wir im Boss-Game? Was haben wir denn eigentlich hier alles? Ah ja. Absolut widerlich, hau ab. Puh, meine Güte. War absolut widerlich, muss ich sagen. Richtig eklig. Und jetzt kommen wir zum Boss gehen, glaube ich, ne? Müsste jetzt die Boss-Ebene sein. Jo, das heißt, hier darf ich wieder alles setzen, was ich möchte. Das freut mich natürlich. 20 Wellen. Und auch die sind natürlich alle Level 10, ne? War klar. Ja. Level 10, Level 10, Level 100, 1000, Milliarden, 3, 50. Keine Ahnung, so viele Level haben die hier alle. So ein hohes Level. Aber gut, jetzt kann ich wieder Bergarbeiter nutzen, jetzt ist alles okay. Jetzt freue ich mich wieder ein wenig mehr. Ja, da wir den nutzen werden, das ist wichtig. Auch die LP ist auch wichtig. Oh, dann wollen wir uns gleich wiedersehen. Gut, da haben wir es schon geschafft. Leider nicht allzu viel Geld übrig, muss man sagen. Ich habe gerade mal 3 Zehner davon. Ich habe echt extreme Geldprobleme. Vielleicht hätte ich doch die Blitzzauberer, also die Frostritter komplett austauschen sollen. Ich Blitzzauberer und hier hinten noch eine Reihe Bergarbeiter. Ich habe hier, gut, 6 Grundbesitzurkunden. Hier haben wir noch 2 Versicherungsscheine. Ja, diverse andere Stuff, um uns zu verbessern. Okay, let's go. Lass uns den Bossgegner auf dieser 10. Ebene killen. Wen haben wir denn da? Bergarbeiter. So, ein Bergarbeiter? Da habe ich die schönen Schaden, ne? Mit unseren Blitzkämpfern. Gebt auf, es tut uns leid. Wir werden eure Häuser nicht mehr zerstören. Wir werden uns benehmen, versprochen. Wir zerstören nur noch kleine Gebäude. Nein, nicht einmal mehr kleine Gebäude. Huch. Oh, bitte lass mich nie wieder gegen diese ekelhaften Bombardierensviecher kämpfen, ey. Boah, ist das widerlich gewesen. Oh, ich glaube, es gibt einfach keinen schlimmeren Gegner in diesem Spiel als diese. Alter, wie viel Beute wir einfach mitgenommen haben schon. Neuer blauer Block. Cool, was haben wir denn schönes? Einen Krieger ist quasi wahrscheinlich die Vorentwicklung zu meinem Frostritter. Brauche ich also im Prinzip nicht updaten. Wir gucken ihn trotzdem an. Da ist er. Gleicht seine geringe Angriffsgeschwindigkeit durch hohe LP und starke Verteidigung aus. Senkt den Schaden nicht weg um 50%. Hat zu Beginn eine Barrierenhöhe von 2% Angriffswert. Oh, auch nicht schlecht. Hat eine Chance von 50% Ziele 3 Runden lang zu betäuben.
Und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Betäubung durch Schildschlag um 10%. Sehr schön. Es fehlen gar nicht mehr viele. Es fehlen lediglich 3, 6, 9, 11. Ja. Die noch offen sind. So, wir werden mal die transportieren. Wir haben nämlich alle auch fast voll. Leider alles nur Nulpen-Beutetruhen. Leider sehr schlechte Beutetruhen. Ärgerlich. Das heißt, ich kann noch einen einzigen Kampf machen. Blockstunden sind auf 100 erhöhen und gewinne in Belagerungsmeister 10. Und wir können das hier verbessern. 15.000 Gold. Aua, das tut weh. Das heißt, wir werden erstmal das hier mit Gems verbessern. Das nicht. Wir haben 718 Gems. Theoretisch würde ich mir gerne neue Heroes kaufen. Ich kann mir sogar einen neuen kaufen. Wo war denn der? Ja, 600, glaube ich, war er gewesen. Da. Der halt auch alle Blockwerte plus 5% bringen würde, ne? Ist jetzt echt nicht schlecht, würde ich sagen. Aber das kann ich mir im Nachgang nachkaufen. Ist schon okay. Gut, lass uns noch eine Mission machen. Beim Volksaufstand. Kapitel 13. Es ist frostig, ich sehe aber keine Kamiere. Oh, das Land scheint unfruchtbar zu sein. Kein Königreich hat Interesse an diesem Landstrich. Achso, wir nehmen uns hier noch ein bisschen Gold mit und eine Kiste. Und eine polierte, eine große Beutetruhe. 361 Gold, sehr schön. So muss es sein. Hier fehlen noch nur Fernkampfblöcke kaufen. Okay. Da muss ich einfach meine Fernkampfblöcke noch verstärken. Habe ich jetzt keine Lust zu. Was haben wir denn da schon? Ich weiß nicht, was das ist. Ein Krieger wahrscheinlich, ne? Schießt Abschnitte in 380 Zügen, benutzt 6 oder weniger aktive Kommandantenfähigkeiten. Sollte ich im Prinzip also diesmal das hier benutzen? Da wir sie nur 6-mal benutzen dürfen, kommen wir nicht in den guten Genuss. Allerdings kriege ich jetzt auch keine Artefakte. Ne? Wir haben nur 5, wenn alles gut. Wir wollen warmes Essen! Spürt den Zorn der Bauern! Weh, die Milizsoldaten greifen uns plötzlich an. Majestät, gebieten wir ihnen Einhalt und hören dann, was sie zu sagen haben. Ich denke, wir werden hier dieses Frostding wieder haben, oder? Na, hier sind nämlich die Frostteile wieder. Oh. Okay. Seit wann gehen die bitte parallel? Erzeugt am Ende der Welle einen Milizsoldatenblock auf der Minimann von. Okay, das ist für Gene irrelevant. Okay, seit wann gehen die so schräg? Milizsoldaten liefern kleine Belohnungen in Form von Geld. Werte Versorgungsbasen auf, um mehr Silber pro Welle zu sammeln. Willst du mich verkackeiern? Oh, verdammt, hätte ich nicht nutzen sollen. Nicht jetzt. Oha, da sind aber strong die Gegner. Meine Güte. Guck mal, echt viele, ne? Meine Güte, da waren aber jetzt viele. Ich find's absolut disgusting, dass die so schräg laufen. Ich kann schon wieder die Fähigkeit nutzen. Und bam, 187. So, nochmal einen dazu. Jetzt kommt halt nicht jede Runde dieser Wagen. Da wir nur 5 Wellen haben, ist es okay. Noch verkraftbar tatsächlich. Bei mehr Wellen tatsächlich würde ich schon sagen, sollten wir doch unsere Artefaktfrau nehmen. Was gut, dass wir Henry haben, ne? Der bringt uns natürlich wahnsinnig viel Gold. So, zack, 187. Auf finale Welle steht an. Die Werkarbeiter können wir theoretisch austauschen gegen andere Units. Um ein bisschen Schaden zu machen. Leider machen die Gegner auch sehr viel Schaden. Nicht schwach. Wir haben keinen Topfdeckel mehr. Rückzug! Die Milizsoldaten haben zuerst angegriffen. Zuerst angegriffen. Sehr kurios. Sie machten sich aus dem Staub, ehe wir mit ihnen sprechen konnten. Wir sind noch nicht davon gelaufen. Wer noch hier ist? Lauft! Wie viel Beute gibt mir das? Okay, 15. Können wir doch noch einen Kampf machen. Let's go. Jetzt kann ich mich auch die Herausforderung weitermachen. Ich bin ja bei 45 hängen geblieben. Ab 46, glaube ich, brauchte ich hier Volksaufstand 1. Let's go! 6 Wellen.
Last Wave. Bling. Gut, wir müssen gucken. Wie sieht's aus? 60, okay. Ob wir noch eine Mission machen dürfen oder ob wir schon am Ende unserer Touren angekommen sind. Na, wir dürfen tatsächlich. Eine dürfen wir noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bling. Oh, kann man theoretisch auch schon eine Belohnung mitnehmen, aber wir warten damit nochmal. Verdächtiges Labor ist da, ne? Ah, mal gucken. Let's go. Volksaufstand. Nur Magieblöcke kaufen. Oh, das finde ich aber sehr lecker. Ich werde hier gezwungen, nur Magieblöcke zu kaufen, die sehr, sehr stark sind. Ist ja widerlich. Da drüben sind Blöcke aus dem Merch-Königreich. Genug des Abschlachtens, Merch-Königreich. Wache auf, Merch-Königreich. Legt alle eure Mistgabeln nieder. Wir können doch miteinander reden. Schämt euch. Jetzt gibt es eine Kostprobe unserer heißen Töpfe. Majestät, die Bevölkerung ist sehr unzufrieden mit dem Merch-Königreich. Vielleicht erfahren wir von den Milizsoldaten den Grund dafür. Ich weiß nicht so richtig, ob ich das gut finde. Das ist natürlich wirklich uncool, dass sie dort versteckt sind. Sie werden aber trotzdem angegriffen, ja? Okay. Oh, hast das Falsche gesetzt. Sie werden dennoch angegriffen mit dem normalen Attack. Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich liebe diese Magier. Ah, sind die geil. Das ist ja nur der Sonderattack, dieser Blitzschlag von unten. Tatsächlich glaube ich, werden wir erst einmal auf diesen 6 Plattformen bleiben, bis wir sie alle gemaxt haben. Und dann werden wir sie nach und nach verbessern. Ah, herrlich. Aua. Aber wenn ich jetzt noch mehr mache, naja, die sterben halt sehr schnell, ne? Bam, bam! War schon sehr cool. Gut, jetzt hätten mir die Artefakte auch nicht viel gebracht, ne? Oder was hat... Aua! Aua! Wie viel darf ich denn nutzen? Oh, ich kann unendlich viel nutzen, perfekt. Artefakt, der hat mir jetzt nicht viel gemacht. Was ich halt cool finde, wäre das Steinamulett. Für jeden Kill 3% des Lebens als Barriere kriegen. Hätte schon was auf jeden Fall. Oder jetzt den standardlangen Pferd Lebens-Lifestyle. Das wäre ganz cool. Das hätte auch was. Aber irgendwie kommen hier gar keine, ne? Gar kein. Null. Null Artefakthändler kommen hier. Also Katharina ist schon echt Wahnsinn. Was für ein geiler Hero sie ist. Okay, ich muss sagen, nur Blitzzauberer macht einfach super Laune. Ah, das ist cool. Das ist wirklich sehr cool. Die werden einfach weggesäbelt, die Gegner. Das macht echt wirklich Laune. Mit denen spiele ich gerne. Auch gut, dass ich eine legendäre Magier-Einheit bekommen habe. Ah, auch sehr, sehr praktisch. Auch wieder gewonnen. Nur Magieblöcke haben schon was, ne? Aber ich darf jetzt nicht mehr weiterspielen, das ist ärgerlich. Alle Beutetruhen sind voll. Wir werden jetzt in den nächsten, naja, eine Stunde, glaube ich, muss ich tatsächlich, ne? Weil hier, die Handelsweg-Patrouille in 1 Stunde 16 Minuten geht's runter. Das heißt, ich habe noch 240. Aber ich kann sogar jetzt weitermachen, ne? Nice, ne? 45 bin ich hängen geblieben, jetzt kann ich 46 weitermachen. Sehr cool. Ja, ich werde diese ganzen Beutetruhen jetzt öffnen. Leider ist nichts... Ah, die kann ich hier behalten. Leider nichts von Relevanz, außer wie gesagt, die hier oben, die werde ich behalten. Den Rest werde ich wieder nachbauen, dass wir gute Truhen haben, die wir das nächste Mal öffnen können. Ja, und ansonsten, meine lieben Freunde, würde ich sagen, das war's gewesen mit der weiteren Folge von Merch Tactic Kingdom Defense. Wir haben ein bisschen die Schlacht hier erledigt. Bling! Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao, ciao!